Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe das so ein bisschen fast als Freundschaftsantrag der Grünen, jetzt noch mal in der letzten Wahlperiode auch das Thema Gründer noch mal hervorzuheben. Das ist natürlich grundsätzlich unterstützenswert und da sind viele gute Punkte drin. Nee, leider ist das jetzt so im letzten Jahr ist das bei Ihnen hervorgekommen, dass Sie sich Unternehmertum und Gründern zuwenden. Das finde ich auch im Grundsatz gut. Einige Punkte, glaube ich, sind auch aus unseren Anträgen, die Heinz Riesenhuber und ich vor 2010 mal formuliert haben, tauchen da wieder auf. Vieles haben wir auch umgesetzt, das wurde schon gesagt. Ich würde vielleicht gerne auf zwei Punkte eingehen. Einmal, Gründer sind natürlich Unternehmer. Und ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, welche Rahmenbedingungen schaffen wir eigentlich für Unternehmen in diesem Land oder welche haben wir. Bei Gründungen ist Wagniskapital sicher ein Thema. Da werfen Sie uns vor, dass das gesetzlich kommt. Der Kollege Ilgen hat das sehr gut beschrieben. Wir haben da sehr, sehr viele Einzelmaßnahmen gemacht, die auch gut wirken und auch in der Szene sehr positiv aufgenommen werden. Man muss auch sagen, Unternehmensgründung ist unheimlich viel Arbeit. Und wenn Sie in diese Unternehmen reinkommen, da sind Leute, die arbeiten, ich sag mal, Tag und Nacht und die gucken sich nicht an. Und da komme ich auf das Thema Regulierung. Wir haben natürlich eine Regulierungswut überall. Das Arbeitszeitgesetz ist nicht das, was die Leute sich als erstes angucken. Die wollen arbeiten, die wollen was schaffen, die wollen was machen. Deswegen ist weniger Regulierung da sicherlich richtig. Und zu dem positiven Umfeld gehört natürlich auch das ganze Thema Infrastruktur, wo, wenn ich jetzt mal auf die Grünen gucke, was Straßen und andere Dinge angeht, auch nicht immer das vorgezeigt wird, was wir brauchen. Vermögensteuer diskutieren Sie immer wieder. Substanzbesteuerung ist für jeden Unternehmer, egal ob Gründer oder Dauerunternehmer, natürlich eine ganz kritische Sache, gerade wenn in der Startphase. Deswegen ist all die Diskussion um Substanzsteuern, ja, Grundsteuer ist auch ein Problem da. Wobei meistens haben die meisten Unternehmen haben damit vielleicht in der Gründungsphase nicht das größte Problem. Das zweite Thema, und vielleicht fange ich mal so an. Winston Churchill, es gibt ein wunderbares Zitat von ihm, und vielleicht überlegt sich mal jeder, wie er dazu steht, zum Unternehmer. Manche halten den Unternehmer für einen räudigen Wolf, den man totschlagen müsste. Andere sehen in ihm eine Kuh, die man ununterbrochen melken könne. Und nur wenige erkennen in ihm das Pferd, das den Karren zieht. Und wenn ich mir mal so die Reden aus der letzten Periode angucke, muss ich schon feststellen, der Wolf kam ab und zu vor, in manchen Reden eher so aus dem linken Bereich. Heute war das deutlich besser. Aber die Kuh ist ein deutliches Element, was hier bevorzugt wird, leider auch von den Grünen in vielen Ecken. Und wir sollten wirklich das Pferd, das Bild des Pferdes herausstellen und alles dafür tun, dass wir da vorankommen. Und deswegen ein positives Bild vom Unternehmertum ist, glaube ich, auch ein politisches Signal, was aus diesem Hause ausgesendet werden soll. Und da sollten Sie alle auch mit dran arbeiten. Denn Unternehmer, egal ob sie gründen oder ein Unternehmen fortführen, ich habe ja auch ein Unternehmen, was mein Großvater und mein Vater gemacht hat. Und auch diese Unternehmer, auch wenn ich es nicht selber gegründet habe, sind jeden Tag damit beschäftigt, Investitionen zu überlegen, Mitarbeiter einzustellen oder eben auch Innovationen voranzutreiben. Und Innovation heißt auch, wie Schumpeter gesagt hat, schöpferische Zerstörung. Das heißt, ich muss auch in der Lage sein, immer wieder mein Unternehmen umzubauen, immer wieder neue Dinge anzugehen. Und auch dazu brauchen wir die richtigen Rahmenbedingungen. Und eines auch noch, Freiheit. Unternehmerberuf ist ein Freiheitsberuf. Das Perikles hat gesagt, das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Und wer Unternehmer werden will, auch wer Gründer werden will, braucht unheimlich viel Mut. Nicht nur in diesen Zeiten, sondern das gilt schon immer. Und deswegen, auch weil das meine letzte Rede ist hier vor diesem Hohen Hause, möchte ich vielleicht noch mal darum bitten, auch die Unternehmer und den Mut auch zu respektieren, der da jeden Tag gelebt wird. Der Kollege und Gamke und ich, wir sind ja, glaube ich, eine der wenigen Spezies in diesem Haus, die das auch selber täglich erleben, was das für ein Kampf ist. Und deswegen mein Petitum ist, halten Sie das Unternehmertum in diesem Lande hoch, versuchen Sie möglichst da, wo Barrieren sind, diese mit einzureißen und helfen Sie sozusagen den Unternehmern in diesem Land jeden Tag auch wieder ihr Unternehmen voranzubringen und natürlich auch neue Gründungen zu ermöglichen, ist ganz klar. Das wäre mein Petitum. Abschließend möchte ich auch noch mal Danke sagen, auch das natürlich alle, die mich in diesen Jahren unterstützt haben. Da kann ich natürlich anfangen mit meiner Familie. Das geht vielen von Ihnen, die wir hier in diesem Hause sitzen und Politik
machen. Wir könnten das alle nicht tun, wenn wir zu Hause nicht eine Familie hätten, die uns da den Rücken frei hat. Für mich gilt auch meine Mitarbeiter im Unternehmen. Wenn ich die nicht hätte, hätte ich auch nicht 8 Jahre hier Politik machen können. Die Leute im Wahlkreis, die dann immer wieder herausfordern und uns nach Berlin schicken mit Themen und sagen, jetzt müsst ihr das mal lösen, auch denen gilt der Dank. Und natürlich ganz besonders auch Ihnen allen, die Sie hier sitzen, als meine Kollegen aus der Fraktion, aber auch aus den Ausschüssen. Mit vielen waren wir ja auch zusammen auf Reisen. Man lernt sich intensiv kennen. Und mein Dank ist auch verbunden mit großem Respekt, das muss ich auch sagen, vor allen, die sich diesem politischen Amt verschreiben, die bereit sind, auch mal für ein Mandat zu kandidieren und sich dem Bürger zu stellen. Und meine Bitte vielleicht an die Jugend, wenn sie da oben sitzt, wenn ihr Freiheit wollt, dann überlegt euch vielleicht auch, Unternehmer zu werden, Unternehmen zu gründen, eine gute Idee umzusetzen. Und wenn ihr die Gesellschaft mitbewegen wollt, dann überlegt euch auch, sich euch politisch zu engagieren. In einer Partei, so sieht es unser Grundgesetz vor, hat man besonders viele Möglichkeiten. Und wenn es ganz toll kommt, dann habt ihr vielleicht sogar die Möglichkeit, als Unternehmer im Parlament zu dienen. Ich hatte dieses Privileg, wofür ich sehr dankbar bin. Alles Gute.